richtig? Nein, noch nicht ganz. Es ist mir jetzt auch gerade gesagt worden, dass das seit 10 Jahren die erste Niederlage ist. Das macht mich natürlich noch mehr stolz. Ich glaube, wir haben heute 11 Leuen auf dem Feld gesehen mit 3 Lungen und 2 Herzen. Es ist fantastisch, wie gekämpft worden ist. Und wenn man dann in Führung ist, dann macht das auch noch frische Kräfte frei. Und ja, es ist nicht hoch genug einzuordnen. Das war natürlich der ungünstigste Moment, um einzeln in Rückstand zu gehen. Aber wir sind ruhig geblieben. Wir haben in der Pause gesagt, hey Jungs, wir sind schon 2-0 hinter in Manchester und haben es noch 3. Also es ist möglich, glaube an euch. Und das haben die Jungs gemacht. Und nach dem 1-1 habe ich gespürt, habe ich auch jedem Spieler gesagt, habe ich gesagt, hey Jungs, wir können gewinnen hier. Und wir nicht auf unentschieden spielen, sondern wir können sie schlagen. Und ich bin froh, dass die Jungs auf mich gelost haben. Ja, haben wir. Etwas Grossartiges. Wir haben Chelsea auswärts schlagen. Das ist wirklich eine grosse Leistung, die wir heute auf den Platz gebracht haben. Ich finde, wir haben es nicht geklaut. Wir haben in gewissen Situationen ein bisschen Glück gehabt, aber wir haben wirklich einen guten Match gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit. Wo nachher der Matti gerade reingekommen ist, haben wir wirklich sehr, sehr gut gespielt und den Ball gut laufen lassen. Und die Goal, die wir machen, sind wirklich sehr, sehr gut. Und, ja, ich freue mich, sensationell. Sicher haben wir cleverer gespielt, aber wir haben auch unsere Chance eiskalt verwertet und das hat unsere Karte gespielt. Nachher sind sie angerannt gegen uns. Wir haben sehr gut defensiv gearbeitet, die ganze Mannschaft. Und dann ist es für jede Mannschaft natürlich schwierig, nochmal ein Goal zu machen. Es braucht mental mehr Kraft als in den Beinen. Also man muss wirklich 90 Minuten voll konzentriert sein. Das ist eigentlich das Schwierige. Rennen kann man von alleine in so einem Spiel. Das ist kein Problem.